Wie wäre es mit einer Tour durch unsere Logistik? Wir bei Cyberport haben unser Logistikzentrum in Siebenlehn erweitert und modernisiert. Und heute wollen wir euch einen Einblick geben, wie es in unserer Halle aktuell aussieht. Wundert euch nicht, die Aufnahmen stammen von unserer Eröffnung der neuen Halle Anfang Juli 2023. Ansonsten herrscht hier einiges an Gewusel, denn hier sorgen Cyberporties dafür, dass zum Beispiel neue Ware eingebucht, Bestellungen zusammengestellt oder Retouren abgewickelt werden. Los geht's beim Wareneingang. Hier kommen die LKW-Ladungen unserer Lieferanten an. Die Technik muss entladen, ausgepackt und dann in unsere Regale eingeräumt werden. Ganz neu bei uns in der Logistik ist das Schmalganglager, das ihr hier gerade seht. Das sind Regale, die etwas enger zusammenstehen als normal und dadurch können wir mehr Regale auf gleicher Fläche platzieren und damit mehr Artikel lagern. In einem Logistikzentrum dürfen Gabelstapler natürlich nicht fehlen. Diese Schmalgangstapler transportieren den Mitarbeitenden automatisch zum gewünschten Fach und auch nach oben fährt der Stapler von ganz allein. Ist das nicht cool? Weiter geht's. Hier seht ihr einmal rechts das Breitganglager, in dem größere Artikel wie sperrige Bildschirme oder Lautsprecherboxen gelagert werden und links in der ersten Etage den Bereich für die Retourenbearbeitung. Jetzt gehen wir einmal durch den Warenausgang. Die Packstrecke wurde im Rahmen der Erweiterung natürlich auch modernisiert. Die Bestellungen werden hier fertig gepackt, teilautomatisiert zugeklebt und mit einem Versandlabel etikettiert. Und das hier ist unser Logistikzentrum von außen. Und das war's auch schon mit unserer kleinen Tour. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Tschüss und bis zum nächsten Mal.